Freunde, 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 endlich konnte ich mal richtig mitfiebern bei der Champions League Auslosung, seit ich auf der Welt bin. Zum ersten Mal spielt die Eintracht aus Frankfurt Champions League und ich war so gehypt vor dieser Auslosung. Und Freunde, ich werde euch jetzt die Gruppen auch präsentieren. Also, Gruppe A, Ajax, Liverpool, Napoli und Rangers. Ganz schnell getippt, denke ich, sind die Favoriten da auf jeden Fall Liverpool. Ja, und dann Ajax oder Napoli werden sich um Platz 2 streiten. Rangers darf man aber auch nicht unterschätzen, die waren ja im Euroleague-Finale gegen Frankfurt. Gruppe B, Porto, Atletico, Leverkusen, Club Brügge. Ist eher eine chillige Gruppe für Champions-League-Verhältnisse. Was nicht eine chillige Gruppe ist, ist Gruppe C. Bayern, Barca, Barca mit Lewandowski gegen Bayern. Das wird ein Ultra-Duell. Und Inter Mailand auch noch mit dabei. Ja, Pilsen auch noch dabei. Die werden eher keine Chance haben in dieser Gruppe, muss man so ehrlich sagen. Kommen wir zur Gruppe D, da habe ich natürlich extrem mitgefiebert. Die Eintracht trifft Tottenham. Damit bin ich so semi-zufrieden. Ich kann mir vorstellen, dass man Tottenham zu Hause einen Punkt abluchsen kann oder sogar gewinnen kann. Aber ich hätte lieber Barca oder Liverpool oder Juve hätte ich lieber gehabt. Aber es ist ja kein Wunschkonzert, okay. Sporting, denke ich, ist machbar. Marseille auch. Aber ich glaube, hier so aus Top 4 haben wir mit den schwersten Gegner bekommen. Ich denke, da wären Kopenhagen zum Beispiel leichter gewesen. Ja, oder Maccabi Haifa als Marseille. Deswegen, also, haben wir gar nicht eine so einfache Gruppe. Aber ich denke, es ist möglich, weiterzukommen. Aber Tottenham ist natürlich der Favorit. Ich denke, man wird sich mit Sporting und Marseille prügeln um Platz 2. So, Milan, Chelsea, Salzburg, Dynamo, Zagreb. Ja, ist eine normale Gruppe, würde ich sagen. Typisch Champions League. Real gegen Leipzig, das wird sicherlich spannend. Schachtar Donetsk dabei und Celtic Glasgow ist am Start. Manchester City, die Gruppe ist auch wirklich heftig. Man City mit Haaland gegen Dortmund. Ja, sein Ex-Verein, das wird ein geiles Duell. Sevilla auch dabei. Und da muss Dortmund aufpassen. Kopenhagen ist nicht der heftige Gegner, aber hier. Also, da kann es schon mal sein, dass Dortmund direkt wieder geht gegen Sevilla und City. Paris, Juventus, Benfica und Haifa, da freue ich mich auch auf die Gruppe drauf. Ich denke, klar, PSG und Juve sind die Favoriten, Benfica sollte man aber nicht abschreiben. Eure Meinung in die Kommentare, wir sehen uns später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.